Während auf der anderen Seite der Welt noch die Australian Open stattfinden, bereitet man sich hier in München bereits auf die BMW Open im Frühjahr vor. Am 28. April geht's los. Philipp, willkommen in München. Leider muss man ja sagen, weil der Start ins Tennisjahr 2018 lief wahrscheinlich anders, als du dir es vorgestellt hast. Ja, kann man so sagen, aber ja, ich habe mich ja nicht nur auf die Australian Open vorbereitet, sondern für das ganze Jahr. Deswegen ist es jetzt auch eine ganz schöne, eine schöne Ablenkung, schon wieder an die BMW Open denken zu dürfen. Turnier, das mir sehr viel bedeutet, das mir sehr viel, mir sehr viel gegeben hat für meine Tenniskarriere. Und deswegen freut mich, dass ich jetzt bei so einem Anlass dabei sein kann. Dreimal hast du gewonnen hier in München. Warum klappt es so gut? Wenn man jetzt das rein diese technischen Voraussetzungen sieht, eben die Höhenlage, die Bälle, ja, fast schon ein Heimatclub von mir. Ich spiele sehr gerne vor Freunden und Family und deutschem Publikum. Die Unterstützung ist dann eben nicht immer besonders groß für mich. Mich begeistert es, da gutes Tennis spielen zu können. Patrick, bist du froh, Philipp wieder hier als Botschafter, sage ich mal, gewinnen zu können? Also ich freue mich, dass er wieder dabei ist, als nicht nur dreimaliger Champion, sondern dazu noch als zweimaliger Finalist. Ist Philipp für unser Turnier eine Riesenbereicherung und er hat natürlich hier viele, viele Fans, ist ganz klar, und für uns was Besonderes. Und tolles Ereignis, dass er heute als erster Spieler auch definitiv seine Zusage hier gibt und somit vorangeht und damit auch allen Fans auch signalisiert, dass er wieder am Start ist. Die Frage, die wahrscheinlich alle interessiert, wie sieht es mit dem Sieger 2017 aus, Alexander Zverev? Wird der auch am Start sein? Das ist unser Ziel, dass wir alle deutschen Spieler hier haben und man kann das vielleicht mit den Spielern selbst vergleichen. Die Spieler haben auch oft das Ziel, ein Turnier zu gewinnen. Und dann weiß man, wie schwierig diese Aufgabe oft ist. Das ist dann ein Prozess, der stattfindet bis zum Turniersieg, und in diesem Prozess der Umsetzung befinden wir uns, aber wie gesagt, das Ziel ist klar definiert und daran arbeiten wir. Jetzt vielleicht ein bisschen zum Rahmenprogramm des Turniers. Was gibt es für Neuheiten? Für Kinder haben wir natürlich wieder viele Programme wie in den vergangenen Jahren, weil unser Anspruch auch der ist, dass wir den Nachwuchs fördern und praktisch den Tennissport, den tollen Tennissport auch den Kindern nicht nur nahe bringen, sondern auch Möglichkeit geben, nah an den Stars dran zu sein. Nochmal zum Abschluss zu dir, Philipp. Am 28. April geht es hier in München los. Wie sieht dein Fahrplan bis dahin aus? Ich habe 3 Vorbereitungsturniere, Marrakesch, Monte Carlo und Barcelona. Hoffe, dass ich da nicht so wie letztes Jahr da ein bisschen geschwächelt habe, mit nicht so breiter Brust angereist bin in München, dass ich dieses Jahr das ändere, dass ich da schon einen guten Start habe in die Sandplatzsaison. Und dann weiß ich, dass ich hier sehr gut spiele. Ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr wieder zeigen kann. Noch einige Stationen für Philipp Kohlschreiber, bevor es dann Ende April in München soweit ist.